So, willkommen zurück zu Castlevania Lord of Shadow. Ja, wir haben uns letztens hier diesen Werwolf geschmeidig gemacht. Wir wollen jetzt mal gucken. Soll der die Tür da auframmen? Ne, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, mit dem müssen wir jetzt auf der anderen Seite da hochklettern. Ach, Entschuldigung. Irgendwie heute ein Frosch im Hals. Genau. Oh, wollte er noch rumzucken? Die Vasen können wir auch schön mit denen kaputt machen. Guck mal. Alter, so viele hier. Sogar ein großer. Der hat's hinter sich. So, was muss ich denn hier machen? Ach, hier muss ich drehen. Hier kann ich den also nicht gebrauchen. Jetzt geh doch mal. Zu spät. Springt er hier nicht zurück? Blöder Werwolf. Spring da zurück. Nee, will er nicht. Na ja, musst du sterben. Ist mir so egal. So. Was verursacht... Achso. Zu erinnern. Wie ging es denn da jetzt hin? Weiter runter? Einmal da lang. Hier hat man die... da muss man, glaube ich... Moment. Ja, haut auch hin. Ich glaube, der war auch noch so. Nee! Nimm mal der mit Rotmagie. Hä? Moment mal. Der war blau. Oh, meine Rotmagie ist gleich alle. Die ist alle. Okay, dann müssen wir das erstmal auffüllen wieder, bevor wir das machen. So, das können wir nicht machen, weil das nicht aktiviert ist. Ja. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Ach, nach oben. Okay. Hier rum. Darüber. Da hoch. Ah. Wenn die Feen ausgewählt sind, kannst du Kreis drücken, um eine von ihnen auf den nächsten Feind zu hetzen. Indem du Kreis erneut drückst, kannst du weitere Feen losschicken. Die Feen fliegen auf ihr Ziel zu und können bestimmte Gegner ablenken, so dass dir genug Zeit bleibt, eine verheerenden Attacke
auszuführen. Feen sind außerdem empfindlich und sterben nach einmaligen Gebrauch. Die magischen Kräfte, die den Feen Leben einhauchen, kann man auch verwenden, um bestimmte uralte Geräte zu aktivieren. Ach so. Aha. Okay. So. Ach, hier ist ja zum Aufladen. Das ist gut. Laden wir das mal auf und gucken mal, was der hat. Eine Schriftrolle. Ich habe eine Inschrift auf diesen alten Dings gehabt. Und jetzt geht mein Handy los. Das geht ja nun gar nicht. So, ne, Lösung gucken wir uns nicht an. Zusammen mit der magischen Rune. Die blaue Rune hat nur einen Nachbarn. Es gibt eine rote, die eine blaue links neben sich hat. Ja, das finden wir auch so raus. Würde ich sagen. Ui. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. So, da hatte ich ja gesagt, hier rot. Und hier auch nochmal rot. Genau. Schon gelöst. Das war ja nicht schwer jetzt. So, das machen wir aus. Dann können wir jetzt, glaube ich, da springen. Und schwingen. Und nochmal schwingen und schwingen. Boah. Die Kameraführung war jetzt aber auch richtig komisch. Dann gehen wir mal gucken, wo wir hier sind. Aha, hier ist ein... Hier brauchen wir irgendwas, glaube ich. Immer diese ganzen Dolche. Sollte ich vielleicht mal mehr benutzen. Aber ich verstehe jetzt nicht. Irgendwo muss doch... Ach so, so schalte ich. Ah, ja. Seht ihr, jetzt habe ich die Feen ausgerüstet. Die lasse ich mal ausgerüstet. Wollte nämlich gerade sagen, weil wenn ich Kreis drücke, schmeiße ich doch ein Messer. So, hier haben wir den Stab. Ach, den können wir hier auch einsetzen. Was macht denn der hier? Ja, das war ja so klar. Jetzt stirb doch. Hier, der hat auch wieder einen Stein fallen lassen. Aber wir haben ja leider genug davon. Das haben sie gut gemacht, dass man da nicht mit dem Stick dann hier so scheiße rumdrehen muss. Jetzt habe ich da festgeklebt oder so. Ah, da muss ich hin. Kann ich jetzt eigentlich den Stab hier wieder rausnehmen? Ah ja. Cool, ich wollte nämlich mal schnell gucken noch, was da vorne ist. Ja, die leuchtet nämlich auch. Und noch einmal. So, gucke ich mal kurz. Ach, da kann ich da hochklettern.
Okay. Wenn es da oben nicht was gibt, dann weiß ich auch nicht. Genau, da ist nämlich die nächste. Sonst gibt's hier nichts. Nee. Können wir hier wieder runtergehen? Oh nein. Oh, habe ich ein Schwein gehabt. So. Das heißt, jetzt gehen wir den anderen Weg. Da finden wir bestimmt dann die letzte. Weiter, weiter, Gabriel. Hoch da. Ach hier. Okay. Hier noch was? Ah, hier liegt doch noch einer. Ach, endlich mal wieder ein Lebensstein. Fehlt uns noch einer, dann wächst es wieder ein Stückchen. Ah ja, und hier ist die dritte. Und hier können wir runter. Oh Leute, ich muss mal eben ein kleines Päuschen machen. Bis gleich. Und willkommen zurück. Tut mir leid für die kleine Störung. Oder ihr werdet ja davon nichts mitgekriegt haben. Warte mal, kann ich nicht hier? Ach so, ja. So. So war das, genau. Kann der nicht hier hoch? War das nicht so? Ach, wusste ich doch. Da liegt nämlich noch einer. Mit einem weiteren Schattenmagiestein. Ja, da haben wir auch schon eine Weile keinen mehr gefunden. So, mehr ist hier gar nicht. Können wir hier schon wieder hoch? War doch hier. Gott sagen. Sup, sup, sup. So. Hier liegt auch gleich noch einer. Aber der hat bestimmt nur eine... Ah! Nochmal, noch ein Schattenstein. Herrlich. Muss mal aufräumen. Ich möchte gerne mal die. Ich weiß nicht mehr, da gab es eine Attacke, ey, die war richtig geil, aber ich glaube, die haben wir noch nicht. Hier geht's bloß runter. Ich guck mal, was hier ist. Ah, hier könnten wir auch wieder. Dun, 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 dun. Ach nee, ist Magie. Wir sind ja voll. Okay, dann war es das wohl erstmal. Dann können wir jetzt darunter. So. Jetzt hier noch irgendwo hin. Ach, hier haben wir noch einen. Ach, kann man gar nicht sich so weit fallen lassen. Gut zu wissen. So. Ach so, dann müssen wir jetzt wieder da drehen. Das mache ich ja nicht so gerne.
kommen bestimmt gleich wieder welche. Ich habe irgendwie eine Erinnerung gehabt, wenn ich die Tore... Ah, wusste ich doch. Und der macht nur das Ding kaputt. Jetzt reicht's, Alter. Jetzt reicht das. Jetzt reicht das mir hier. So, jetzt flippe ich aus. Aber wir könnten ja noch die Feen rauslassen. Oh, das sind... Also wenn die zu viel, zu viele sind... Das ist ganz schöne Heiden, muss man schon sagen. So, zwei auf einen Schlag. Jetzt hätte man natürlich wieder die Bestie rufen können, aber die hebe ich mir mal auf. Kleine Sau, du. Warte mal. So, komm her. Den zeige ich mal. Den werde ich einen Kiefer brechen, Junge. Komm her. So. Habt ihr euch mit dem Falschen angelegt? Ja, ich hatte ja gar nicht auf Messer geschaltet. So, jetzt ist auf Messer. Ja, jetzt müssen wir hier lang. Reißt die Wand ein, ey. Voll der Hirte. Hä? Ach, hier. Alles klar. So. Die hätten wir erledigt. War hier nicht noch in der Nähe irgendwo so ein Ding zum Aufladen? Naja, komm vielleicht noch. Du musst drei Feen finden. Oh nee, die brauchte ich hierfür und ich habe die aus Versehen da eingesetzt. Jetzt sag nicht, ich muss jetzt nochmal die ganze überall hinrennen. Boah nee. Bitte nicht, ey. Ah, warte mal. Ja, null Feen. Ach, so eine Scheiße. Dann lasse ich das mal lieber umgeschaltet. Wie war das jetzt nochmal? Jetzt müssen wir überall nochmal hin, wo die Beutel waren, da mit Feen. Ja, und angefangen mit denen. Das war jetzt leider nicht beabsichtigt. Wo waren das jetzt hier mit dem Hochklettern? Ich glaube auf der Seite. Naja, gehen wir eins nach dem anderen nochmal ab. Ich denke mal schon, dass... ich hoffe mal, dass die Feenbeutel da wieder voll sind, sonst habe ich ein Problem.
War das jetzt hier gewesen? Oder war da drüben auch noch was? Ach, da war bloß Lehm. Da komme ich nachher sowieso vorbei. Okay. Gehen wir darüber. Arrivederci. So. So, hier haben wir die Dinger gemacht. Ja, dann waren wir da. Zack. Zack. Und rüberspringen. So, jetzt muss ich erstmal mich orientieren, wo das jetzt... Ach, das ging darüber. Okay. Aber hatte ich da nicht noch einen anderen Punkt? Nee, es war der einzigste. Ja, hier. Das ist jetzt ärgerlich, ey. Und ich wollte eigentlich Messer und hatte die Fäden ausgerüstet. Ich hoffe mal, dass die Beutel jetzt wieder voll sind. Ja, bloß gut. Sinnvoll. Ärgerlich. Na, dann kann ich hier doch nochmal einen Schnitt machen. Und sage... Oder ich hole die jetzt noch und... nee. Das könnt ihr mit angucken. Dann mache ich hier mal einen Schnitt und sage Tschüss, bis gleich.